Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Pflanzen gehen. Gab es jetzt schon länger nicht mehr, es war ja auch Winter. Es geht bald wieder los, das heißt, nächsten Monat werden schon die ersten Sachen gepflanzt. Ich kann es kaum erwarten. Und ich habe gedacht, um uns schon so ein bisschen in Pflanzstimmung zu bringen, geht es heute mal um meine Samen. Ich möchte einfach ein bisschen darüber reden, was ich eben habe, was ich machen möchte. Und ja, einfach so ein kleines Einstiegsvideo für die Pflanzzeit. Und ja, ich beginne erstmal mit den Sachen, die ich von der lieben Jessie bekommen habe. Den Instagram-Account von ihr verlinke ich euch mal hier. Sie hatte mir geschrieben, dass sie eben Samen bestellt hat. Sie hat eben auch so einen Acker, aber ich glaube von meiner Ernte oder von Ackerhelden, ich weiß es nicht genau. Und hat mich eben gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, davon was abzuhaben, weil sie das nicht alles selbst pflanzen kann. Und ich habe natürlich sofort gesagt, oh mein Gott, bitte. Ich habe mich total gefreut und habe halt gedacht, sie schickt mir ein paar Samen. Und dann, Leute, kam das an. Wow, Jessie, ich bin absolut begeistert immer noch. Es ist der Wahnsinn, was du mir alles geschickt hast. Und vielen, vielen Dank dafür nochmal. Wir gehen das jetzt alles mal zusammen durch. Sie hat das eben auch total süß gestaltet mit Washi-Tape und allem. Und ja, wir starten einfach mal. Als allererstes habe ich hier Chicorée. Der wird aber erst im Mai gesät. Dann Moosgrause Petersilie. Das ist einfach die Krause Petersilie. Es gibt ja Blatte und Krause und das ist die Krause. März bis Juni. Petersilie kann man ja nie genug haben. Wir hatten letztes Jahr auf dem Acker auch Petersilie. Aber ich muss sagen, die ist nicht so gut gewachsen. Und wenn ich da noch extra Samen habe, ja, sehr gut. Dann das mexikanische Zwerggürkchen. Ja, hört sich jetzt erstmal lustig an wahrscheinlich. Das wollte ich schon seit Jahren mal ausprobieren, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Ich werde euch mal eben kurz ein Bild hier irgendwie einblenden, wie das Ding aussieht. Und ja, voll toll, dass ich jetzt Samen dafür habe. Ups, da fällt schon fast alles runter. Wird im April vorgezogen. Dauert also auch noch ein bisschen. Dann habe ich, ach ja, Jessie, da habe ich eine Frage an dich. Physalis und Antenbeeren, sind das nicht das Gleiche? Ist das nicht das Gleiche? Falls du das hier überhaupt siehst, ich weiß gar nicht, ob du meine YouTube-Videos guckst. Falls nicht, sag mir bitte den Unterschied. Ich konnte jetzt so auch nichts rausfinden. Auf jeden Fall hat sie mir Antenbeeren und Physalis-Samen geschickt und yay! Ich habe ja auch welche vom Acker gesammelt, aber ja, das werden vielleicht drei verschiedene Sorten sein. Das heißt, ich werde von allen natürlich was sehen und mal gucken, wie die sich so unterscheiden werden. Dann hat sie mir ein ganzes Päckchen Ringelblumen geschickt. Ja, das ist eben alles Bio, weil bei ihr auf dem Acker ist das, glaube ich, auch so, dass da nur Bio-Samen verwendet werden dürfen. Und das trifft sich natürlich sehr gut. Dann haben wir die bunte Wucherblume. Die habe ich noch nicht gegoogelt. Falls ich ein Bild finden sollte, werde ich euch das auch einblenden. Und ich kann euch jetzt eben momentan nicht sagen, wie sie aussieht. Bin ich aber sehr gespannt. Und Blumen auf dem Acker gehen immer. Dann haben wir, Moment, da gibt es mehrere Farben von. Momentito. Ja, Cosmea Orange und Cosmea Weiß. Sehr cool, Cosmea sind super schön. Dann habe ich Persikagurke. Ich habe euch jetzt gar nicht mehr gesagt, wann man das alles pflanzt, ne? April. Zuckermais möchte ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr haben dieses Jahr. Von einer Pflanze kriegt man ja nur zwei Kolben. Aber wie viel hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte sechs Pflanzen. Ja, vielleicht machen wir auch noch so eine kleine Urban Gardening, Guerilla Gardening Aktion und machen was auf dem Stresemannplatz oder so hier in Düsseldorf. Wir gucken mal. Ja, Zuckermais, dann Feuerbohne. Vielen Dank, oh, ich liebe Feuerbohnen. Die sehen so schön aus, die Blüten sind total schön. Und Jessie, probier mal die Blüten. Ich meine, klar kriegst du dann keine Bohne mehr davon, aber die sind super lecker. Und ihr auch, wenn ihr Feuerbohnen habt, sind sehr, sehr lecker. Dann Paprika-Liebesapfel, werde ich euch auch mal kurz ein Bild einblenden, weil das ist eigentlich echt eine schöne Paprika. Und da ich ja dieses Jahr viele Paprika ausprobieren möchte, sehr toll. Und dann habe ich Löwenmäulchen. Das ist eine Mischung aus Weiß, Gelb, Rosa, Rot und Lila. Auch sehr cool. Und Goldmohn. Darüber habe ich mich auch total gefreut. Ich habe auf dem Acker ein bisschen gesammelt gehabt, Goldmohnsamen. Aber ich glaube, ich habe nur drei oder vier Blümchen gefunden gehabt, wo ich die Samen von nehmen konnte. Und habe mich natürlich deswegen total gefreut, dass ich das hier auch noch habe.
Also Mohn ist ja leider nicht zum Pflücken und in eine Vase tun, da stirbt er sofort, aber es sieht schön auf Macke aus. Ja, das waren die Samen von der Jessie. Vielen, vielen Dank. Ich werde mal gucken, dass ich dir irgendwie auch ein Päckchen noch zukommen lasse, weil ich bin total geflasht von der Masse. Vielen, vielen Dank. Und dann geht's weiter mit meinen eigenen Samen. Die habe ich hier in dieser Kiste. Das ist eigentlich so, kann man hier irgendwie noch aufmachen für die Mikrowelle. Ich habe das eben schön gemacht mit Washi-Tape und da sind meine Samen drin. Und ich habe alle Samen aus den Tütchen rausgetan und habe mir die nochmal in andere Behältnisse gemacht. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das machen soll, dass mir nicht alles runterfällt. Wir gucken einfach mal. So, als allererstes, das ist das Unschönste, die anderen haben alle schöne Etiketten, habe ich hier Zwergsonnenblumen. Jetzt zeige ich euch die alle mal, damit ihr wisst, wie die Samen aussehen. Aber Sonnenblumenkerne solltet ihr kennen. Für meine eigenen Sonnenblumen auf dem Acker. Dann habe ich eben hier meine Physalis Samen. Hier habe ich nämlich diese Etiketten so gemacht. Sind nicht so viele. Und ich möchte aber auch welche vorziehen und eben Leuten, also Freunden vom Acker, dann schenken. Dann habe ich Dillsamen. Die habe ich auch selbst gesammelt. Ich glaube, da wart ihr sogar live dabei. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja, Dill. Lecker. Dann habe ich Zuckererbsen. Die habe ich auch eigenhändig getrocknet gesammelt. Buschbohnen. Buschbohnen sind ja die kleinen. Es gibt ja große Bohnen, die ne, eine Ranghilfe brauchen. Und es gibt Buschbohnen, die werden nur ungefähr so hoch. Die könnte man auch gut zum Beispiel auf dem Balkon oder so, glaube ich, haben. Und ja, brauchen eben keine Ranghilfe. Hatten wir ganz viele auf dem Acker und ich habe davon eben auch einige gesammelt, als sie getrocknet waren. Und ja, das sind meine Buschbohnen. Dann hatte ich ja meine Chili-Pflanze und davon habe ich auch ein paar Samen getrocknet. Die sehen so aus. Ja, Chili vom Acker steht hier oben drauf. Dann habe ich Rucola, den habe ich nicht selbst gesammelt, den habe ich noch übrig. Ganz schön viel sogar. Kleiner Tipp vielleicht, man kann auch diese Samen nehmen, die normalerweise für Sprossen gedacht sind. Das gilt eigentlich für alles. Man kann, es gibt ja, weiß Gott, was alles für Sprossen, ne? Brokkoli, Blumenkohl, hast du nicht gesehen. Aber selbstverständlich könnt ihr die auch einfach nehmen, um eben daraus die Pflanze ganz zu ziehen und nicht nur die Sprossen. Und die sind eben auch billiger. Dann Kopfsalatsamen habe ich natürlich auch nicht selbst gesammelt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kopfsalat kennt jeder. Kapuzinerkresse. Ich hatte unglaublich viele Kapuzinerkresse-Pflanzen, falls ihr euch noch erinnert. Ja, ich weiß nicht. Ich rede jetzt die ganze Zeit vom Acker. Vielleicht sind ein paar Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Auf meiner Seite könnt ihr eine Playlist finden mit Pflanztagebuch 2014. Da sind alle meine Videos von letztem Jahr. Und ja, ich hatte eine kleine Ackerparzelle gemietet. Ich hatte ganz viel Kapuzinerkresse. Ich glaube, ich hatte an die 20 Pflanzen oder so. Also es war wirklich schon gigantisch und ja, ein bisschen unnötig. Ich habe eigentlich ganz wenig Samen nur, wenn ihr euch das mal anguckt. Das sind eben die Kapuzinerkresse-Samen. Das sind recht wenige, aber die reichen auch, weil Leute, übertreibt es nicht. Diese Teile, eine Pflanze kann so groß werden und ihr wisst irgendwann nicht mehr, was ihr damit machen sollt. Dann hatte ich eine Cocktailtomate und die war unglaublich schön. Die hatte so lange Rispen mit 20 Cocktailtomaten dran. Leider Braunfäulebefall, aber ich habe mir Samen davon aufbehalten und getrocknet. Und Tomaten werde ich auf jeden Fall auf dem Balkon machen. Dann habe ich hier noch Löwenmäulchensamen, auch Hand gesammelt. Sind ganz klein. Die fand ich besonders schön. Das ist nämlich so eine gelb-pinke Sorte. Und davon habe ich mir ein paar gesammelt, weil ich die besonders schön fand. Dann hatten wir uns im Sommer gekauft. Das hat letztes Jahr nicht geklappt. Ich möchte es dieses Jahr aber nochmal versuchen. Wassermelone gekauft. Eine Bio-Wassermelone. Die Samen sind ganz klein. Also normalerweise kennt man das ja, dass Wassermelonsamen größer sind. Es war aber auch eine kleinere Sorte, also ich glaube, die war nur so groß. Und ich habe halt gedacht, dass sowas vielleicht eher in unserem Klima wächst als so ein Monsterding. Und ich werde das nochmal versuchen, eine Wassermelone zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich die auf den Acker tun soll. Ich habe da schon ein bisschen recherchiert und man soll eben dann
eine Folie auf den Boden legen, damit die eben immer schön warm ist, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, mir ist das so riskant. Vielleicht mache ich das lieber auf dem Balkon. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es probieren. Dann habe ich Malvensamen. Malven sind so schön. Werde ich euch auch mal einblenden, Bild. Und zwar sind das pinke und weiße und auch vom Acker gesammelt. Dann habe ich Tomate Yellow Submarine. Das ist einfach eine gelbe Cocktailtomate. Die habe ich noch von letztem Jahr. Da hatte ich auch eine auf dem Acker. Wie gesagt, die Tomaten sind alle nichts geworden. Die werde ich aber auf dem Balkon machen. Dann Tomate Hellfrucht. Das ist eine ganz normale Tomate. Dann habe ich Kümmel. Gemischt mit ein bisschen Senf. Die hellen Teile sind Senfsamen. Wir haben das zwischendrin mal einfach so ausgebreitet und das schmeckt wirklich gut, wenn das klein ist. Das kann man super in Salat machen oder so. Also ist meine Empfehlung. Versucht das mal, probiert das mal aus, so anstatt Kresse oder so. Dann Tomate Orange. Ach ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ich Guacamole gemacht habe. Auf jeden Fall hatte ich da einige orangene Tomate und habe mir davon auch Samen aufbehalten und getrocknet. Und ja, die werden wir ausprobieren. Porree oder Lauch, je nachdem, wie man das bei euch nennt, habe ich nicht selbst gesammelt, werde ich aber ausprobieren. Dann habe ich hier noch ein paar Cosmea-Samen. Dann Calendula, dann Stangenbohnen, wobei ich eben mir noch die blaue Hilde bestellt habe. Blaue Hilde, die sind lila und wenn du die kochst, werden die aber grün. Und meine Oma hat gesagt, das ist die beste Sorte und darum habe ich mir die bestellt. Und ich habe jetzt noch meine Feuerbohnen, das heißt, ich werde diese beiden wahrscheinlich mischen. Und ja, ich werde mir irgendwie so eine Art Tipi oder so bauen, damit wir eben eine Ranghilfe haben. Weil irgendwie die Stangenbohnen sind irgendwie schöner. So, dann habe ich hier Cantaloupe-Melone. Das gleiche Spiel wie mit der Wassermelone. Haben wir uns eben im Bio-Supermarkt gekauft. Eine Bio-Cantaloupe-Melone und das werde ich auch probieren. Dann Tomate German Gold, die total toll aussieht. Wir hatten eine davon. Also das sind Fleischtomaten, ne? Das sind solche Brummer. Und auf dem Bild sah die eben so orange, pink, rot aus. Ziemlich schön. Wir hatten auch eine davon an der Tomatenpflanze. Das Problem war nur die Braunfäule. Und ja, aber wie gesagt, Balkon. Also mein Balkon wird voll mit Tomaten werden. Ihr seht das schon. So, dann haben wir Senf. Das ist eben, wie gesagt, auch wie der Kümmel. Sehr lecker, wenn es klein ist. Dann haben wir Schnittmangold. Der sieht auch ganz lustig aus. Der sieht ein bisschen aus wie Kapuzinerkresse. Ich bin kein Mangold-Fan, aber mein Freund. Wer sich vielleicht erinnert, letztes Jahr hatten wir davon viel zu viel. Ich werde das beobachten, dass der nicht wieder die ganze Packung verwendet. Dann habe ich eben, wie gesagt, hier ein ganz kleines bisschen Goldmohn. Ich habe ein bisschen was von der essbaren Blütenmischung. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das war noch der Rest, der in der Verpackung war. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Bestimmt auch Borretsch und lauter solche Sachen. Calendula sehe ich auf jeden Fall auch. Das ist eben so eine bunte Mischung. Sowas kann man einfach mal irgendwie zwischenrein machen, wenn man noch ein bisschen Platz hat. Ich hoffe, man sieht das jetzt gerade. Und wie gesagt, essbare Blüten, ziemlich cool. So, dann haben wir hier noch ein paar gesammelte Werke. Ich habe hier noch ein paar Radieschen. Ich habe ein Radieschen-Saatband, was ziemlich cool ist. Leider gibt es in Bio fast. Okay, es ist alles runtergefallen. Leider gibt es in Bio kaum Saatbänder. Also es gibt zum Beispiel auch Saatbänder, wo man Gurke und Dill nebeneinander hat, weil die sich ja geschmacklich irgendwie gut beeinflussen. Aber wie gesagt, Bio gibt es fast gar nichts. Ich habe halt nur Radieschen gefunden und auch Karotte. Habe ich das noch? Ja, hier. Und Karotte, aber das ist noch zu. Aber Saatbänder sind eigentlich ziemlich toll. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe noch eine Bonsai-Chili-Samensache hier, die ziemlich cool geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Davon werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein paar sehen.
Und ich habe noch Walderdbeeren und ich habe den Zeitpunkt schon wieder verpasst. Die sieht man nicht, die sind viel zu klein. Die hätte ich viel früher sehen müssen. Und dann habe ich hier nochmal zwei Blumenpackungen. Einmal habe ich Sommerpracht. Sieht so aus. Was ist denn da alles drin? Löwenmäulchen, Mandelröschen, Goldmohn, Taubenkropf. Was? Ach, Atlasblume. Aufrechte Winde, Sperrkraut. Okay, April bis Mai kann man das sehen. Werde ich also sofort sehen, wenn wir den Acker bekommen. Und dann habe ich noch die Polsterstudentenblume. Die kann ich leider nicht auf dem Acker machen, weil die muss man schon März bis April sehen. Das heißt, die wird wahrscheinlich auf dem Balkon zum Einsatz kommen. Ja, Leute, das waren meine Samen. Ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen informativ für euch. Was habe ich denn noch bestellt? Ich glaube, ich habe noch eine andere. Ich habe noch eine Aubergine auf jeden Fall bestellt. Ich habe auch noch ein paar Samen von einer weiß-lila Aubergine in der Küche am Trocknen. Die werde ich auf jeden Fall auch pflanzen. Ich glaube, ich habe noch so eine Schoko Paprika bestellt. Die sind einfach eben so bräunlich. Und ich glaube, das war's. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja, Leute, ich könnte mich dumm und dämlich an Samen kaufen. Was soll ich sagen? Ihr seht, was ich hier alles an Massen habe. Aber mir macht es einfach unglaublich Spaß und ich kann es kaum abwarten. Ich hoffe, ihr könnt meine Freude teilen. Einige von euch, das weiß ich, können das. Die freuen sich schon genau wie ich. Es wird, wie gesagt, Anfang Februar wieder losgehen mit Aussaat. Und ihr werdet natürlich wieder live dabei sein. Vor allem bei den Tomaten, die werde ich wahrscheinlich recht früh schon machen. Und die Paprika, schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich sage einfach mal bis dann. Tschüss.